Was uns überrascht hat bei der Analyse ist, dass alleine nach Zürich Nord pro Tag über 8000 Tonnen Material geliefert werden. Mein Name ist Maike Scherrer, ich arbeite am Institut für nachhaltige Entwicklung und leite dort den Schwerpunkt nachhaltiges Supply Chain Management und Mobilität. Es ist ein InnoSwiss Flagship-Projekt mit dem Titel Smart Urban Multi-Hub und die Idee ist es, dass wir lebenswerte Städte behalten können, indem wir die Logistikaktivitäten in den Städten reduzieren können. Grundsätzlich ist es natürlich ein sehr großes Vorhaben, das wir da angehen. Es hat eine enorme Komplexität. Mein Name ist Albert Steiner, ich arbeite im Institut für Datenanalyse und Prozessdesign und bin dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter tätig. Mein Name ist Matthias Grieder, ich bin Projektleiter Güterverkehr und Logistik beim Amt für Mobilität im Kanton Zürich. Und wenn natürlich die Bevölkerung wächst und bei den verstopften Straßen bleibt dann der Güterverkehr hängen und macht die Versorgung und auch die Entsorgung für die Bevölkerung schwierig. Durch Kooperationen können eben die Touren so optimiert werden, dass nicht jeder Transporteur die ganze Stadt befährt und damit sehr viel Kilometer produziert, sondern dass in einem sogenannten City Hub die Waren umgeladen werden auf kleinere Fahrzeuge, die dann nur einen Teil der Stadt bedienen. Und damit spart man letztlich Transportkilometer. Wir haben sehr gute Partner, die ZHW im Lead, IKEA und Zalando, Quickpack, Argo Sutterne, Stadt und Kanton Zürich, sowie die HSSO und Uni St. Gallen. Gerade beim Kunden muss eben auch ein gewisses Umdenken stattfinden. Ich denke, wenn wir heute online etwas bestellen, mir selbst geht das ja auch so, wenn ich dann auf die Enter-Taste drücke, dann hätte ich das am liebsten schon im Briefkasten. Und diese Ansprüche zu erfüllen, das wird nicht möglich sein, wenn man eine wirklich nachhaltige und umweltfreundliche Ver- und Entsorgung erreichen will. Wir planen sogenannte Entkopplungshubs zwischen Kunden und Lieferanten. Das sind beispielsweise Paketboxen, aktuell die Salubox, die von der Stadt Zürich aus gebaut wird, wo man Pakete einliefern kann, einlagern kann, gebündelt für eine Siedlung beispielsweise. Und der Konsument am Abend oder am Wochenende, wenn er Zeit hat, kann er das Paket dann herausholen. Im idealen Fall wird das Projekt bis 2027 abgeschlossen sein, sodass es bis 2031 realisiert werden kann.